Willkommen zurück zu Pokémon Renegade Platinum, hier in der Arena von Canalave City oder auf Deutsch, wie ich herausgefunden habe, Fleetburg. Wir haben es hier mit einem Stahl-Arena-Leiter zu tun und ich weiß nicht genau, wie ich anfangen möchte. Buddeltrio, wir haben gesehen bei Panzer Aeron, das macht Probleme, wir kommen durch Panzer Aeron nicht durch, weil es fliegt und Erdbeben dann eben nichts bringt. Scherox war auch nicht so gut für Buddeltrio. Ich denke, ich gehe zu Caldrogo, weil Caldrogo einfach mit Stahl und mit Feuer und mit Kampf Stahl effektiv treffen kann. Und das ist, glaube ich, die beste Wahl, die wir jetzt gerade haben. Okay, dann legen wir uns jetzt mit dem Arenaleiter Byron an. Das tut gut, dich zu sehen. Nun, ich akzeptiere deine Herausforderung. Okay. Er hat wohl nicht sehr viel übrig für lange Worte. Deswegen geht's hier sofort los. Leader Byron fängt an mit einem Bronzong. Oh, das ist natürlich ein sehr stabiles Pokémon. Reicht da ein Blaze Kick? Oh, es könnte eine Psychoattacke einsetzen. Ah, das war nicht gut. Aber es reicht, okay. Sehr schön. Und Level 57 für Caldrogo. Dann kommt jetzt Stalos. Ah, ist natürlich auch ein sehr defensives Pokémon. Das ist ein Stahlboden. Das heißt, es hat keine vierfache Kampfschwäche, sonst würde ich darauf gehen. Und es kann mir einen Erdbeben reinhauen, den ich nicht überlebe. Ich denke, an der Stelle wäre es schlau zu wechseln. Aber wenn Erdbeben kommt, kann ich eigentlich nur zu Togetoge wechseln. Aber Togetoge kann nicht sehr viel machen gegen Stalos. Oder zu Sora. Dann habe ich den Regen draußen und Feuerfeger wird mir nichts mehr bringen. Naja. Versuchen wir das. Mhm, Erdbeben zu erwarten. Und dann Surfer. Ja, das überlebt Stalos nicht. Level 57 für Sora. Es kommt Magnezone. Da muss ich wechseln. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Ja, wenn ich jetzt zu Buddeltrio wechsle, dann kann er mir nichts tun, oder? Ich kann auch zu Elizabeth gehen. Ist zwar langsamer als Buddeltrio, aber auch nicht so viel. Ja, ich gehe zu Elizabeth. Ist mir gerade irgendwie ein bisschen lieber. Weil Buddeltrio will ich mir aufheben. So, jetzt kommt ein Donnerblitz. Genau, der macht uns nichts. Aber der Regen ist halt ein Problem. Jetzt sind meine ganzen schönen Feuerattacken hinüber. So, Erdbeben. Magnezone hat nicht Schwebe, stimmt. Also, es geht alles problemlos. Und dann sollte Magnezone besiegt sein. Das kann es nicht überleben, außer es hat einen Fokusgurt. Ah, ich muss aufpassen. Fokusgurt wird sicher jemand haben. So. Wer kommt nun? Forstelka. Ich würde sagen, ich bleib drin. Und hau ein Erdbeben raus. Was wird wahrscheinlich nicht mal die Hälfte machen. Nur Feuerfeger bringt halt auch nicht mehr. Oh Gott. Oh, Stachler. Oh nee, jetzt fängt das an. Beere natürlich. Ich komme hier niemals.
Nochmal Stachler. Ja, okay, Stachler ist nicht so schlimm. Aber es ist schwer, durch Forstelka durchzukommen. Ich will nicht zu Khal Drogo wechseln, weil Feuerfähiger halt im Regen, das wird schon reichen, glaube ich. Bei vollem KP nicht, aber jetzt sollte es reichen. Sowas war auch schon geschwächt, das war vielleicht auch nicht so schlau. Giftspitzen auch noch, aber das ist gut, dass ich gewechselt habe. Dann kann ich die Giftspitzen mich mit Elizabeth wieder einsaugen. So, dann würde ich sagen, einmal Surfer. Surfer könnte reichen, weil wir Regen haben und weil die Spezialverteidigung von Forstelka nicht so hoch ist wie die Verteidigung. Ja, hätte ich schon viel früher machen sollen. Das Problem ist, dass jetzt jeder Wechsel wehtut. Okay. Stolos. Ich nutze mal die Gelegenheit, um zu heilen. Es kann mir nicht wirklich viel tun, aber ich will vorbereitet sein. Stolos hat eine Wasserschwäche und sein Signature-Pokémon ist Bolterus. Das ist auch Stahlgestein, hat also auch eine Wasserschwäche. Also kann das jetzt im Grunde Sora allein erledigen, oder? Head Smash, oh Gott, das tut weh. Also kann mir doch was tun. Das zieht natürlich auch genau die Hälfte ab. Wenn ich auf Schädelwurm gehe, überlebe ich den nächsten Head Smash. Aber halt nur ein. Aber Surfer reicht. Also, da muss ich jetzt nicht wirklich drauf Acht geben. Oh nein. Fokusgurt, da ist er. Oder Fokusband, ich weiß nicht genau, welches was ist. Aber Head Smash geht daneben. Ha! Ha! So geht das. Genau so. Und weg mit dir. Okay, er heilt, aber er überlebt das nicht. Das hat er gerade nur wegen dem Fokus-Ding überlebt. Diesmal nicht. Boah, hatten wir jetzt ein Glück. Eigentlich wäre Sora tot. Oh Mann. Ja, perfekt. So, jetzt kommt Bolterus. Bolterus ist ein langsames Pokémon. Bolterus hat auch keine Spezialverteidigung wie die meisten Stahl-Pokémon. Und hat eine Wasserschwäche. Es regnet. Surfer wird reichen. Ja. Ich muss sagen, für den sechsten Arenaleiter war das jetzt wirklich sehr, sehr schwach. Da haben mir die zweite, die dritte, die vierte und der fünfte Arenaleiter deutlich mehr Probleme gemacht. Er ist im Grunde so wie sein Sohn, der erste Arenaleiter, nicht besonders stark. Du warst stark genug, um meine Pokémon, um mein hochgepriesenes Team von Pokémon zu besiegen. In Anerkennung deiner Kraft gebe ich dir das, den Minenorden. Okay, vielen Dank, den nehme ich gerne. Und jetzt können wir Stärke einsetzen außerhalb eines Kampfes. Okay, und wir kriegen TM91, das ist Flash Cannon. Ja, das hatten wir ja schon mal auf Turtok. Hat sich aber nicht so ausgezahlt, weil Turtok eben doch ein physischer Angreifer, zumindest unser Turtok ist. Na gut. Verlassen wir die Arena. Und wahrscheinlich kommt jetzt irgendwie Lucia und will uns vernichten. Mal gucken. Nein, Barry. Hey, das ist der Minenorden. Gut gemacht. Du bist stark genug, um als nächster Champ berücksichtigt zu werden. Natürlich bin ich stärker. Also wird das nicht passieren. Jedenfalls, Delo, komm nochmal mit ihr zur Bücherei. Barry kann lesen. Bevor ich da reingehe, heile ich erstmal. Ich weiß ja nicht, was Barry vorhat. Ich kann mir vorstellen, dass er uns vernichten möchte. Weil Barry kein guter Mensch ist. Okay. Ah, wie schön. Wir haben ein Pokémon-Team, das nach einer Arena noch lebt. Das freut mich sehr, auch wenn ich am Team was ändern werde. Was einfach damit zu tun hat, dass die nächste Arena eine Eisarena ist und wir auch in ein Eisgebiet gehen. Und naja, wir haben eine Eisschwäche, eine zweite Eisschwäche, eine dritte Eisschwäche und eine vierte Eisschwäche.
Das kann ich so nicht akzeptieren. Deswegen werden wir am Team was ändern müssen für die nächsten Parts. Schade eigentlich, aber naja. Ah, zu langsam. Komm schon, beweg dich. Oh Mann. Ich gehe einfach mal hier hoch. Und nochmal hoch. Ja, da war nichts, okay. Oh, da ist Lucia. Hey, Dedo, hier drüben. Komm schon. Komm jetzt. Professor Albe. Okay, Grams. Ich habe Dedo gebracht, wie du wolltest. Also los, raus damit. Oder ich gehe jetzt. Okay, ich verstehe. So, geht das also endlich hier. Dedo, ihr alle, hört zu. Ihr habt es vielleicht schon vergessen, aber ich studiere die Entwicklung von Pokémon. Aber umso mehr ich sie studiere, umso mysteriöser erscheint sie. Pokémon, die sich entwickeln und die, die sich nicht entwickeln. Was unterscheidet sie voneinander? Oh ja, damals hatten sich legendäre Pokémon nicht entwickelt. Das ist ja auch nicht mehr so. In den drei Seen der Sinnoh-Region leben ungewöhnliche Pokémon. Wenn wir Daten von ihnen bekommen könnten, würde das ein neues Licht auf den Entwicklungsprozess der Pokémon werfen. Ich brauche die Hilfe von jedem von euch. Helft mir, diese Pokémon zu finden. Was meinst du? Ich hätte nicht mal einen Pokédex. Und wer war es, der einfach so aus meinem Labor gestürmt ist, bevor ich die Möglichkeit hatte, ihm einen Pokédex zu geben? Aber das ist jetzt Wasser unter der Brücke. Was ist das denn für ein Sprichwort? Na, ist egal. Pokémon mit den eigenen Augen zu sehen, ist wichtiger. Ach, ich bin heute auch nicht mehr so fähig im Übersetzen. Sie können auf mich zählen, Professor. Ich helfe mit meinem Pokédex. Dedo, du doch auch, oder? Ich hätte euch sowieso dazu gebracht, dahin zu gehen. Naja. Nun, es gibt drei Seen. Und genau auch drei von euch. Also solltet ihr euch aufteilen und die Seen individuell absuchen. Lucia, du gehst zum Verity Lake. Okay. Barry, ich möchte dich beim Equity Lake. Das bringt dich ganz hoch nach Blitzach. Aber der Weg ist sehr... sehr unbequem. Natürlich. Das ist genau das Richtige für mich. Und wir müssen zu dem einen See. Okay. Lake Valor. Und da explodiert doch was. Ich wusste, dass hier irgendwas explodieren wird. Ich wusste es. Seid ihr alle ungeschadet? Was war das denn? Schaut mal, da im Fernsehen. News, oh mein Gott. Ja, das ist eine Explosion. Tolle News. Was sie gerade hier Zeuge, von wovon sie gerade Zeuge wurden, ist Bildmaterial von dem Ort des Geschehens. Es wurde von einem Kameramann aufgeschnappt, der zufällig dort war. Das ist ziemlich eindrucksvoll. Wer weiß, was diese Explosion auf dem See hat freilegen können. Leute, es tut mir leid, es ist einfach 30 Grad warm und ich kann gerade nicht gut übersetzen. Ich kann überhaupt gar nicht richtig gut denken. Ich bin froh, dass wir die Arena geschafft haben. Grams, die haben gesagt, da war eine Explosion. Warum denn am Lake Valor? Wir sollten rausgehen. Ich mache mir jetzt Sorgen um die Stadt. Ihr Kinder, seid vorsichtig. Dedo, komm mit. Okay. So, wir werden also die Seen abklappern. Zumindest einen See. Das war kein natürliches Geschehen. Hey, alter Mann und Kinder,
Habt ihr es gehört? Die sagen, da war eine große Explosion am Lake Vela. Aber angeblich ist das alles wieder gut. War wohl nur ein Haufen Lärm. Um nichts. Grams? Ich gehe. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl darüber. Dieser Barrier kann echt nicht still sitzen. Dilo, mach... Ich will's dir nicht auftragen, aber ich brauche dich am Lake Vela. Es kann unmöglich alles gut sein. Nicht nach so einer Explosion. Aber ich habe keine Ahnung, was da stattfindet. Bevor du gehst, lass mich dir das sagen. Übertreib es nicht. Okay, und die wollen uns gleich hinterherkommen. Na gut, ja, ich werde jetzt nicht zu Fuß hingehen. Ich leih mir mal eben Gesperrter aus. Und dann fliegen wir dahin. So, hier müsste der See sein. Ja, wir können auf jeden Fall schon mal durchgehen. Ja, und die standen ja tatsächlich Kameramänner vor. Stimmt, deswegen haben die es auch aufzeichnen können. Ich würde sagen, dieser See ist ein bisschen trocken. Okay, wie gehen wir vor? Ich würde sagen, Elizabeth braucht hier am ersten Training und ist auch ganz gut ausgerüstet gegen Pokémon von Team Galactic. Hallo? Okay. Hab keinen Bock zu kämpfen. Hier ist sonst nichts. Die armen Carpador. Aha, hier möchte jemand kämpfen. Ein Galaktikrüpel mit einem Schnurrgast. Das war kein Problem. Ich meine, es ist schneller, es hat Body Slam, okay. Nervig, gebe ich zu. Aber Kraftkoloss sollte reichen. Ja, wobei, vielleicht nicht. Doch, es reicht. Klar, Angriff und Verteidigung sinken, aber der Kampf ist sowieso vorbei. So. Okay. Die hat keine Verwendung dafür. Ist hier was? Nein. Ist nochmal ein Rüpel. Ah, die hat schon wieder ihre doofe Galaktikbombe benutzt. Verdammt. Skuntank. Ah, wie ich dieses Pokémon hasse. Aber jetzt habe ich endlich etwas dagegen. Und es ist so gut. Einfach ein Erdbeben. Ja, gut, es ist schneller. Es ist immer... Aber Erdbeben sollte reichen. Es ist so gut, einen Skuntank einfach besiegen zu können. Ich meine, das Ding ist, das hat einfach den Unlichttyp, dadurch kann ich keine Psychoattacken einsetzen. Und obwohl es ein Unlicht-Pokémon ist, gehen Kampfattacken auch nicht so gut, denn es ist auch ein Gift-Pokémon. Also es ist eigentlich ziemlich, ja, die Typen, die es hat, ergänzen sich sehr gut. Nur gegen Boden kann es nichts entgegensetzen. So, den hätten wir auch besiegt. Hier ist noch einer. Da ist noch jemand. Der will nicht kämpfen, okay. Aber der hier. Ein Kampf, der gar nicht notwendig wäre, aber wenn die schon den See sprengen, dann will ich denen jetzt auch ein bisschen Ärger machen. Hundemon. Ich glaube, ich wechsle. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich denke nicht, dass es mich besiegen könnte, aber ich will es nicht riskieren, weil es wäre einfach unnötig. Oh, Nasty Plot. Na, ich hätte doch angreifen sollen. Jetzt ist das Ding echt stark. Na gut. Wir sind schneller als Hundemon. Wow. Oder wow. Na gut. Sehr schön.
Im nächsten Part gehen wir in dieses Höhlchen rein und schauen, was da passiert ist. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, wie immer, nur das Beste.